Moin Leute, heute sind wir mal wieder unterwegs. Richtig Kackwetter, jetzt hat es angefangen zu regnen. Wir sind schon ein bisschen am Angeln. Bin heute unterwegs mit Max, der hier noch am Rummeln ist. Moin. Und mit meinem Vater. Ja, mal schauen, ob wir heute was fangen. Wir versuchen es auf Hecht, es ist ein bisschen kälter jetzt schon. Und mal schauen, ob was kommt. Wir melden uns. Kleinen Köder rangehängt. Erst dachten wir, wir haben so einen, also nehmen die großen, ne? Aber dann schießen wir doch auf die kleinen Köder. Also, nein. Jetzt habe ich auch schon einen. Wenn ihr das mal anschaut, der wurde hier auch schon attackiert von größerem Hecht. Also. Vielleicht kommt ja noch die Mama. Mal schauen. Irgendwie ganz komisch. Wir hatten ein paar Nachläufer. Ich hatte noch 3 Bisse gekriegt. Ja, dann hatten wir die Taktik mal umgestellt. Ich kann euch das ja mal zeigen. Max hat wollte dann mal einen kleineren Köder ranhängen. Eigentlich gar nicht typisch für den Winter. Hier so ein kleiner Lieblingsköder, der aber auch schon mal einen 90er rausgebracht hat. Da dachte ich mir, mache ich ihn mal einfach ran und hat funktioniert. Ja, gleich erster Wurf, glaube ich, war es ja. Sogar. Ja, bei mir eben direkt vor den Füßen eingestiegen. Ich kann euch ja auch mal meinen Köder zeigen. Ja, ich fische den Pickshad von Strike Pro. Ja, hat bis jetzt eigentlich schon gute Fische im Winter gebracht. Mal schauen, vielleicht kommen ja noch mehr jetzt. Da haben wir den dritten Fisch. Das Problem ist bloß, die schießen so kurz vorm Boot alle rauf, da können wir euch gar nichts vom Drillen zeigen. Ist ein bisschen unspektakulär, aber wir haben die Taktik jetzt ein bisschen geändert und jetzt läuft's. Wir haben hier so einen Opa beobachtet, wie er im Schilf sich die ganze Zeit gestellt hat und vom Schilf dann rausgeworfen hat. Wir haben es nachgemacht und auf einmal klappt's. Wir zeigen euch den Fisch. Ja, Petri. Schöne. Ich zeige euch jetzt mal den Köder hier, den er den gefangen hat. Der Monkey Lures Köder hier. Ihr seht, wir fischen sehr natürlich. Und da kamen jetzt die meisten Bisse drauf. Max, der wechselt jetzt auch noch auf den Monkey Lures Köder. Ja, genau, und ich fisch weiterhin mein Pickshad und funktioniert. So, jetzt ein bisschen besserer. Mal sehen. Ja, der ist doch schon ein bisschen besser, oder was sagt ihr? Denk mal so, Mitte 70 hat er bestimmt. So Leute, der nächste. Ein kleiner, aber feiner. Aber trotzdem. Ein schöner. Schöne Färbung. Super. Ich habe jetzt 2 Hechte. Jetzt haben wir die Taktik raus eigentlich heute. Fast alle kamen jetzt nur auf richtig natürliche Farben. Geht's hier Schlag auf Schlag. Ein kleiner jetzt hier wieder. Aber sie sind aktiv. Jetzt haben wir den Dreh raus. Also sie sind sehr passiv. Petri! Ja, was ich sagen wollte, die Hechte sind gerade sehr passiv. Deswegen muss man extrem langsam kurbeln. Und immer beim Stopp knallen sie halt drauf. Ja, so ähnlich wie der andere. Aber neuer. Aber neuer. Auch und sehr schöne Färbung. Und wieder auf dem Monkey Lures. Ja. Selbe Köder, also Petri. Kleiner hier, aber wie ihr seht hier ein kleiner Blutegel, war eben noch am Fisch, ist jetzt abgegangen. Die Fische sind sehr passiv, aber ein kleiner, nicer. Kann weitergehen. Wir verabschieden uns jetzt. Wir haben jetzt keine Bisse mehr bekommen, weil der Wind ist irgendwie weggegangen und ja, da blieben die Bisse auch irgendwie aus. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Video so in dieser Vlog-Form gefallen hat oder ob wir wieder normal filmen sollen. Und ja, wollt ihr noch was sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.